Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 meines Subnautica Let's Plays. Letzte Folge haben wir uns in das Lost River Biom begeben. Genauer gesagt in den Lost River Canyon und dort tatsächlich das erste Mal Nickel gefunden. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wo man Nickel findet und Heiliger ist das schwer zu finden. Aber wir haben jetzt Nickel und das ist toll. Und als nächstes möchte ich etwas gucken, das ich schon ein bisschen geteased habe beim letzten Mal. Und zwar möchte ich gerne in diese Richtung ein wenig schwimmen und mal schauen, was wir dort finden. Einfach mal schauen, was wir dort finden. Und wir sehen ein gigantisches Skelett. Einen gigantischen Skelettkopf, der mich irgendwie, muss ich ja mal sagen, an einen Zerg erinnert. Das Viech erinnert mich an einen Zerg. Ah! Was ist mit unserem Hut los? Guckt euch das an, mit unser... Guckt euch mal das unser Hut an. Okay. Unser Hut ist kaputt. Ja. Heiliger, es laggt sogar ein bisschen. Aber. Okay, der Raum scheint aber hier zu Ende zu sein, oder? Ja, oder? Sehe ich das gerade? Ja, der Raum scheint hier zu Ende zu sein. Das ist sehr gut, denn wir wollen natürlich auch noch woanders hin. Das heißt, wir haben jetzt den Raum damit wenigstens abgeschlossen. Aber natürlich will ich wissen, was denn das hier überhaupt ist. Und es sieht aus, als wäre dort hinten etwas. Ein Eingang. Okay. Ich drehe mal um. Und schaue mir das halt erst ein bisschen genauer an. Ich muss auch noch ein bisschen Nickel suchen. Das heißt, ich schaue mir das hier alles mal ein bisschen genauer an. Gehen wir mal raus. Ich schmeiß auch am besten einfach mal die Engine aus. Denn wir kommen da sowieso nicht mehr hin. Und ich bin aber den, nehme ich den Prawn Suit? Ich nehme den Prawn Suit, komm. Den habe ich ja mit. Also hopp. Boink. Oh. Jetzt sind wir im Gift drin. Okay. Was ist das? Ist das, was ich denke, was es ist? Schon geil übrigens, wie tief dieses grüne Zeug hier ist, aber eigentlich wollte ich erstmal kurz dann vielleicht boah, diese Ghost Rays klingen ja schon echt mies. Dann sollte ich vielleicht mal ganz kurz, wenn ich dieses komische Zeug hier sehe, mal einen Arm abmachen. Vielleicht den Grappling-Arm kommt. Den kann ich, glaube ich, mal abnehmen. Und hier hin. Wobei der... Ne, der Drill-Arm ist nicht wichtig. Also können wir hier mal ganz kurz hin. Und dann gibt es hier anscheinend Kram. So ein gelbes Zeug. Und ich kann mir vorstellen, was es ist. Aber ich will es natürlich jetzt genau wissen. Pick up Crystal and Sulfur. Ja, wir haben also Crystal and Sulfur gefunden. Das heißt, jetzt können wir uns tatsächlich bald, wenn wir noch mehr davon finden, das Jump Jet Upgrade machen, ne? Denn das kostet 3 Crystal and Sulfur und 2 Nickel. Dann können wir endlich vernünftig springen mit dem Prawn. Ich finde es übrigens gerade echt geil, dass wir mit dem Ding einfach gerade durch Gift laufen. Und dass es gar nicht anders geht momentan. Ich frage mich nur gerade echt, wofür dieser komische Schädel hier da ist. Der scheint nämlich keinen wirklichen Grund zu haben, warum er existiert. Gott, die Viecher klingt gruselig. Wisst ihr das eigentlich? Aber erinnert euch das nicht auch an einen Zerg? Also für alle Leute, alle natürlich, die StarCraft mal gespielt haben oder StarCraft 2. Ich finde, das erinnert total an Zerg. Dieses Viech. So echt, das ist... Was auch immer das sein soll eigentlich. Vor allem diese komischen Alien-Viecher haben da einfach nur Lampen drauf gebaut und mehr nicht. Es sind immer nur Lampen, die da dran gezeigt werden. Und das sind wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Ablagerungen, ne? Ja. Okay. Dann werde ich mal ein bisschen Crystal and Sulfur noch suchen. Gibt's noch Quarz?
Okay, also ich werde mal ein bisschen durch die Gegend suchen. Ich merke schon wieder, dass ich einfach nur noch staunend Stille halte. Also ich werde mal ein bisschen durch die Gegend suchen nach Sachen. Wenn ich irgendwas Interessantes noch finde, dann zeige ich das natürlich. Und dann, wenn ich alles Wichtige hier abgesammelt habe, dann gehen wir natürlich da hinten zu dieser Stelle. Aber erstmal sammle ich noch ein bisschen Crystal and Sulfur hier. Und warte mal, was ist das da hinten? Das sehe ich nur gerade noch. Hier ist noch Crystal and Sulfur, das nehmen wir noch mit. Hier ist nochmal Crystal and Sulfur, das nehme ich noch mit. Hier nochmal? Wie viel Zeug gibt es denn davon bitte hier? Na, wo bist du? Komm, hier, bitte einmal. Na, jetzt. Danke. Aber was ist das da? Nickel Ore Drill? Okay, gerne, sofort. Der Nickel Ore haben wir auch viel zu wenig, also drill ich das sehr gerne. Zack. Drillen wir das einfach mal weg. Und dann, wie gesagt, ich sammle das alles hier ein bisschen auf und dann gehen wir weiter. Okay, ich denke, ich habe genug gesammelt. Ein paar Ressourcen. Ich glaube, da ist jetzt noch eine einzige große Nickel Node. Also so ein großes Ding, wo ich bohren kann. Und alles andere habe ich weggebohrt. Und Crystal and Sulfur habe ich, glaube ich, auch alles Wichtige einfach weggesammelt schon. Das heißt, wir haben massenweise von den Ressourcen und können uns jetzt auf dieses tolle Alien-Ding stürzen, oder in dieses tolle Alien-Ding stürzen, von dem ich keine Ahnung habe, was wir da machen und was da ist. Aber ich möchte dorthin. Einfach weil. What the f. Bitte, lass mich hier wieder raus, bitte. Sag mir, dass ich hier rauskomme. Okay. Alter! Was zur Hölle? Gut, dass ich schnell genug war. Da sind wir einfach durch die Welt gefallen. Habt ihr das gesehen? Da sind wir einfach durch die Welt gefallen. Okay, ja, das ist Subnautica. Es ist noch im Early Access. Noch. Bald ist es ein Full Release Spiel, aber naja, gut, in Skyrim kann einem sowas ja auch noch passieren. Also will ich mich einmal nicht mal beschweren. So, kann ich das jetzt aufsammeln? Ne, das ist auch nur Nickel, was ich direkt aufsammeln muss. Das heißt, ich gehe mal kurz raus und sammle das einfach direkt. Auch hier gibt es aber sonst nichts mehr. Nö. Also das Ding sieht übrigens wirklich aus wie ein Zerg, oder? Ich finde, das sieht wirklich sowas von aus wie ein Zerg. Ich musste nur noch mal ganz kurz, das ist einfach. Das sieht aus wie so ein Zergling. Nee, eigentlich nicht wie ein Zergling. Eher wie so ein. Ich weiß gar nicht, was für eine Kreatur das ist. Und hey, hier geht's was zum Scannen. Alien Sensor. Okay. Research Probes. Kann ich den Schädel denn auch scannen? Ancient Skeleton. Oh, beinahe hätte ich das übersehen. Okay. Dann scannen wir natürlich erstmal. Das ist natürlich klar. Ancient Fossilized Skeleton. Aber sonst gibt's hier nichts, oder? Sonst gibt's hier nichts zu scannen. Oder kann ich das Gift scannen? Ja, das Gift kann ich nicht scannen. Aber ich denke mal, ich kann Crystal and Soul hier wahrscheinlich scannen. Das heißt, ich werde das nochmal ganz kurz rausholen von draußen. Und einfach auch nochmal zum Scannen hinwerfen. Einfach nur, wie ich es dann habe. Das heißt, machen wir nochmal ganz kurz, dass ich ein Crystallized Soul hier nehme. Und rauswerfe zum Scannen. Ich glaube nämlich, dass man das kann. Ich gehe stark davon aus. So, das heißt, wir schwimmen mal ganz kurz hier rüber. Und dann lese ich auch gleich die Datenbank ein, Entries dazu. Dann zeige ich euch die kurz und dann lese ich sie selbst. Das heißt, einmal du. Und ja, natürlich kann man das scannen. Und zip. Crystalline Sulfur. Okay, und jetzt ist hier. Orangenes Tablet? Hier soll ein orangenes Tablet rein? Okay. Das orange Tablet haben wir jetzt zum Glück gefunden, aber das wundert mich jetzt, dass wir das orange Tablet hier brauchen. Okay. Das heißt, wir werden wohl noch ein bisschen länger brauchen, bis wir dort hinten hingehen. Ich schwimme mal kurz mit der Cyclops ein bisschen näher da dran, damit ich ein bisschen näher da bin. Falls ich noch mehr brauche als das orange Tablet, aber meine Güte, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass wir das orange Tablet hier schon brauchen. Ah, ich hätte jetzt gedacht, das brauchen wir für irgendwas Wichtigeres oder so. Aber vielleicht ist das was total Wichtiges und ich hätte das einfach nur keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich hier überhaupt nicht gespoilert. Also, ihr merkt schon, ich habe hier nicht einmal die Ahnung, dass ich das brauche. Ich wusste nur, dass man das Orangen-Tablet braucht. Aber ich wusste nicht einmal, dass man das hier unbedingt schon braucht. Ich dachte, das braucht man vielleicht woanders. Und oh, da bin ich voll gegen die Wand gefahren. Ups. Die Cyclops ist doch schneller, als ich dachte. Aber bitte keine Energie verbrauchen, danke. Und auch keine Lautstärke machen. Und dann nehmen wir das Orangen-Tablet halt mit. Ich hoffe nur eine Sache, nämlich dass das nicht resettet wird jemals. Weil wenn das resettet wird, ist es glaube ich auch so, dass ich es ja nochmal neu craften kann. Also, das ist auch nicht das Problem. Aber ich speichere mal ganz kurz. Save.
und nehme meinen Prawn näher dran. Dann würde mich wirklich interessieren, was denn hier bitte ist. Insert Tablet. Okay. Was zur Hölle? Es war ganz schön klein. Muss ich ja sagen, dafür, dass ich jetzt so ein besonderes Tablet dafür brauche. Alien Bone Specimen Case. Mixed Leviathan Fossils. Muss ich mir gleich auf jeden Fall die Datenbank-Einträge mal zu durchlesen. Alien Flora Specimen Case. Alien Flora Research. Was ist das? Keine Ahnung. Alien Research Equipment. Ey, und hier ist noch so ein Ei. Ein Cuttlefish-Ei. Das heißt, wir können uns einfach einen zweiten Cuttlefish machen. Also ausbrüten, also... keine Ahnung. Besorgen. Crabclaw-Kelp. Oh, das habe ich auch noch gar nicht gescannt. Ups. Hier sind wieder Ionenkristalle. Und hier ist einfach nur eine Wand. Toll. Noch mehr Ionenkuben für Sachen, von denen ich nicht mal eine Ahnung habe, wofür sie sind. Und gibt's noch was anderes, was ich hier scannen kann? Sieht eigentlich nicht so aus. Das scheint das Einzige zu sein, was sie hier noch besonders haben. Das hier haben wir anscheinend irgendwann mal gescannt. Ich denke, das sind diese Amöben, die wir halt in dem Bloodkelp mal gescannt haben. Erstmal kurz Luft aufholen. Und dann nochmal das Datenterminal gucken. Fauna Reproductive Data. Okay. Aber dafür, dass wir jetzt ein oranges Tablet dafür gebraucht haben, ist das ganz schön billig. Ich glaube, ich fabriziere vorsichtshalber ein neues, falls ich mal eins brauche. Denn ich bezweifle, dass das das einzige Mal ist, dass wir ein oranges brauchen. Und ich weiß nicht, ob wir mal ein oranges noch bekommen. Na, wobei, dann kann ich es immer noch fabrizieren. Ich sollte nur einen Diamanten immer dabei haben. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll dann. Aber dann würde ich sagen, wir gucken uns mal ganz kurz an, was denn das alles für komische Daten sind, die der jetzt da besorgt hat. Okay. Oh, immerhin, wir haben ein Cuttlefish-Egg gekriegt, deswegen wahrscheinlich auch dieses, dieses orange Tablet, dass man das besonders haben muss. Aber wir haben das ja auch bei dem anderen gekriegt, also, okay. Hä? Von welchem Leviathan ist was? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Wir gucken einfach mal in das Daten-Download-Zeug. Wir haben auf jeden Fall noch ein weiteres Cuttlefish-Ei. Wir sollen Fluid-Intake suchen. Ja gut, wir haben 50. Bitte sehr. So, Datenbank. Jetzt gucken wir doch mal. Crystalline Sulfur. Advanced Fabrication. Non-Metallic Element. Ja, das stimmt sogar. In Abundance Underground. Das weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Acidic Compounds stimmt und Combustibles. Mhm. Okay. Gut, dann haben wir das. Indigenous Lifeforms. Fauna. Deceased. Okay, Deceased. Und Flora. Sea. Crawclaw. Kelp. Crabclaw Kelp, ich kann lesen. Blue Chip Kelp. Okay. Die relative Größe zeigt, dass es wahrscheinlich zum Ohr gehörte. Dieser Knochen. Und vielleicht wisst ihr, die kleinsten Knochen beim Menschen sind die beiden Hörknöchel hier. Ich glaube, Steigbügel und noch irgendwas, von dem ich den Namen gerade vergessen habe. Aber das sind die zwei kleinsten Knochen im menschlichen Körper. Und wenn diese kleinsten Knochen des menschlichen Körpers bei denen so groß sind... Ja, okay. Und was ist das jetzt? Jetzt würde mich wirklich interessieren, was das für ein Skelett ist. Es ist bestimmt ein Zerg, oder? Es ist sicherlich ein Zerg. Ich weiß nicht, ob das ein Zergling oder ein Hydrolisk ist. Nee, ein Hydrolisk sieht anders aus. Oder? Leute, die StarCraft spielen, sagt mal. Wonach sieht das am ehesten aus? Also die Zerg spielen in StarCraft und ich spiele halt Protoss. Also StarCraft 2 natürlich, wenn ich StarCraft sage, ich weiß, es ist StarCraft 2. Okay, Million Year Old Armored Carnivore. Also ein Fleischfresser, Millionen Jahre alt. Ja, genau. Wenn man das zusammenbastelt, wäre es größer als jede andere lebende Kreatur auf diesem Planeten. Ja. Okay, also das heißt, früher war der anscheinend größer, der Planet. Okay, und jetzt Daten-Downloads, Alien-Data. Jetzt bin ich richtig interessiert. Terminal-Data, was ist denn da?
Okay, ich weiß nicht genau, was mir das sagen soll, aber vielleicht werden wir das noch finden. Dann hier Research Equipment. Okay. Aha. Und dann Research Probes. Assessment Investigate. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt, oder? Okay, die Pflanzen werden in Stasis gehalten. Okay. Okay, gut. Ja, ich weiß zwar nicht, wofür sie das brauchen, aber anscheinend brauchen sie das. Gut, umso schöner für uns. Jetzt haben wir neue Daten. Auch wenn ich mir nicht wirklich sicher bin, warum die jetzt unbedingt hier so ein winziges Research Center hatten. Aber, naja, wir haben drei neue Ion Cubes und wir haben unser oranges Tablet verbraucht. Gut, cool. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter, denn hier gibt es anscheinend nichts mehr, oder? Ich meine, das Kabelsystem geht ja nur bis hier, wie man sieht. Also gehen wir weiter. Denn mehr sehe ich hier nicht, was wir brauchen können. Und jetzt geh rein. Danke. Gut, dann würde ich aber sagen, sagen wir unserem Alien-Buddy dort hinten mal bye-bye und gehen wir weiter in ein noch wesentlich gefährlicheres Gebiet. Nämlich in diese Richtung. Nee, nicht in diese, in diese Richtung hier. Wobei ich vorher noch einmal ganz kurz etwas machen möchte. Und zwar möchte ich noch einmal ganz schnell drei Kupfer und drei Titan und bei Deployables nochmal schnell drei Beacons herstellen und eins davon dort hinten hinschieben, um einfach nur das Biom nochmal zu benennen. Dann zu sagen, ey, in die Richtung ist das Skelett. Auch wenn ich das wahrscheinlich dann noch weiß, aber wer weiß schon, was ich noch weiß, wenn ich nichts mehr weiß, ne? Das ist doch total logisch, oder? Ja? Gut, okay, ist es nicht, dann ist es mir egal. Also ich nochmal, schwimme nochmal ganz schnell in die Richtung. Guck nochmal bei F1, was dann gesagt wird. Noch sind wir ja beim Lost River Canyon, aber hier ist nämlich die Lost River Skeleton Cave. Das heißt, ich mache jetzt mal hier ein Beacon hin und sage, ey, hier Beacon, hier ist sicher, also Lost River Skeleton Cave. Und dann machen wir das Ding auf A. Du bist aber, ich mache mal F1 wieder aus. Du bist grün, denn hier ist wirklich nichts los. Außer halt das Gift da unten, aber das ist ja, da kann man ja vermeiden. Es ist ja sichtbar, dass da Gift ist. So, aber dann sind wir da. Und jetzt wollen wir in das zweite Gebiet, wo wir schon was gesehen haben. Worauf ich jetzt schon keine Lust habe. Ich mache mal mein Internal Lighting aus, damit ich hier mehr sehe. Und dann geht's los. In diese Richtung. Und ich drücke mal F1 und wir sehen gleich hoffentlich, dass wir in einem neuen Biom sind. Oder nicht nur hoffentlich, sehr wahrscheinlich, denn wir waren da ja schon mal ganz kurz. Wir haben das ja schon einmal ganz kurz angeschaut, wie das Biom aussieht. Lost River Canyon. Und da sehe ich schon so ein bisschen, dass sich das Biom ändert. Und da sind wir in einem Lost River Bones Field. Und da ist, was ich fürchte. Die Kreatur dort hinten. Auch wenn die ganz schön klein aussieht für die normale Größe, die wir kennen. Ich werde nochmal ganz schnell einen Schluck trinken und was essen. Denn das klingt sehr sinnvoll. Und Alter, dass mein ganzes Boot einfach in diesem Grün erleuchtet. Das ist schon ein bisschen creepy. Warte mal, haben wir unseren. Ich wollte gerade sagen, haben wir unseren Prawn vergessen. Aber ja. Jetzt bringt der Laternenbaum auch mal was. Also, ein bisschen noch was essen. Zack, 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 zack. Essen bringt ja noch viel. Trinken lange nicht so viel. Denn leider wurden die Bulbo Trees ja genervt. Und wenn ich da jetzt was wegschlage, bekommen wir auch nur noch drei Essen da, oder drei Wasser dafür. Das ist schon ziemlich wenig. Aber dann würde ich mal sagen, wir machen uns auf in Richtung eines Bioms, eines Biomteils, vor dem ich jetzt schon echt Schiss habe. Denn da ist ein Ghost Leviathan. Und hier ist noch irgendwie ein großes Skelett. Ein weiteres. Guckt euch mal an, wie buggy das Viech ist. Na, siehst du mich? Bist du böse auf mich? Noch nicht. Oh. Vollzahmer Schild anmachen. Bei Engine aus. Jetzt solltest du mich nicht mehr sehen und nicht mehr angreifen. Schild wieder aus.
Nicht zu viel Energie verschwenden. Und ja, jetzt sieht er mich schon nicht mehr. Okay. Die Frage ist, wie sollen wir mit einem Leviathan in der Nähe irgendwas machen? Ich kann den zwar in Stasis setzen, aber am effektivsten wäre es, wenn ich ihn erledigen könnte. Okay, ich fange nochmal wieder an. Und gehe Silent Running. Dadurch brauchen wir jetzt zwar extrem viel Energie, aber wir sollten nahezu lautlos rumfahren können. Und das reicht vielleicht schon, um dem Leviathan keinen Aufruhr zu erregen. Uch, warum fahre ich so komisch rum? Okay, also Silent Running bringt echt was. Natürlich kann ich sogar noch schneller fahren und noch trotzdem genauso wenig Geräusch machen. Und hier sind noch irgendwelche komischen neuen Haie. Irgendwelche komischen neuen Viecher. Die sehen ja ekelhaft aus. Oh, dieses ganze Skelett sieht total creepy aus. Okay. Ich würde aber gerne wissen, was in diesem komischen Kopf von der Kreatur ist. Und eigentlich würde ich gerne mal einen Leviathan angreifen und töten, wenn das geht. Denn der geht mir echt auf den Senkel, dieser Leviathan hier. Okay, ich werde mal so ein bisschen hier hin. Ich will nur noch ein Beacon setzen gleich. Dann gucken wir mal. Ich will jetzt mal ein Beacon setzen. Da sind wir jetzt nämlich hier im Lost River Bones Field. Ich hoffe, der sieht mich jetzt von da nicht. Ah, Mist. Schnell machen. Lost River Bones Field. Ich glaube, er hat mich gesehen. Tschüss! Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Danke. Phew. Ich glaube, er hat mich nämlich gesehen. Au! Aua! Heiliger, der hat sofort mein Schutzschild durchbrochen. Oh Gott. Ich bin doch gar nicht da. Hab nichts gemacht. Bin gar nicht da. Heiliger. Jetzt ist natürlich auch noch was kaputt gegangen. Mist. Okay, kann ich irgendwas tun? Da ist der. Ich muss eigentlich nur so leise wie möglich sein. Und da hinten ist natürlich das Loch. Komm, geh heil. Ganz vorsichtig, ganz ruhig. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Danke und tschüss. Puh, okay. Oh Mann. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie echt abgrundtief. Engine on. Und einmal drehen. Silent Running. Dass mich das Viech nicht unbedingt erkennt. Natürlich hängen wir hier irgendwie fest. Was auch sonst. Ist ja klar, sonst würde es ja nicht gut funktionieren, wenn wir hier nicht festhängen würden. Ich finde es auch geil, wie diese grünen, dieses grüne Zeug einfach wie so ein Wasserfall darunter fließt. Okay, also solange ich hier bleibe, sieht mich das Viech nicht. Das ist gut. Ich würde aber gerne diesen Schädel einmal scannen, falls es überhaupt geht. Also schwimme ich mal ganz tief runter. Und schau mal, ob das vielleicht reicht, um dann weit genug vom Ghost Leviathan weg zu sein, dass er mich nicht sieht. Brauche ich jetzt trotzdem noch so viel Energie, weil das Silent Running drin ist? Ich mache es mal vorsichtig aber aus. Wer weiß. Okay, raus.
greift er mich schon wieder an, oder was? Wie kann er mich überhaupt von hier sehen? Skeletal Remains. Scanny, scanny, scanny. Gargantuous Fossil. Okay. Ey, hier ist ein Viech. Bist du eigentlich böse oder gut? Augenscheinlich tust du mir erstmal nichts. Igitt, klingst du ekelhaft. River Prowler. Okay. Übrigens, solange ich in diesem Stasis-Bereich bin, fühle ich mich doch relativ sicher, denn selbst wenn der Ghost Device mich sieht und angreift, so kann er mir doch nichts tun, weil ich in einem Stasis-Bereich bin. Gehe ich da jetzt mal raus, bin ich natürlich wieder in Gefahr. Aber augenscheinlich hat er mich nicht gesehen. Zumindest noch nicht. Also schnell weg hier, bevor das noch der Fall wird. Heiliger, hier dieses Biom ist ja mega gefährlich. Und er sieht mich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Okay, dann gucken wir mal wieder in die Datenbank. Unter Fauna. Und ich will mal wissen, was das für ein Viech ist. Ist das böse? Es ist sogar sehr böse. Alter, schaut euch das an, wie böse das ist. Gott, ich dachte, das wäre was Gutes. Fast Agile Predator discovered at great depths. Okay. Assessment Avoid. gut, dass ich da nichts getan habe. Highly vulnerable? Müsste das nicht highly vulnerable heißen? Okay. Alter. Okay. Aber jetzt will ich wissen. Gigantian Fossil. Alter Schwede. Da hinten sehe ich den Ghost Device im Augenwinkel. Okay. Okay, anscheinend haben noch andere Spezies von dem Ding mal Proben genommen. Von diesem gigantischen Fossil. Na, wer war das wohl? So, Silent Running. Oder ich kann mal was probieren. Ich mach mal ein Creature Decoy. Ich weiß nicht, ob das Decoy irgendwas bringt, obwohl das jetzt überhaupt ist. Aber ich hoffe, dass es vielleicht etwas bringt, um das Viech ein bisschen fernzuhalten und ich nicht die ganze Zeit Silent Running machen muss. Silent Running braucht so viel Energie. Und Decoys habe ich inzwischen genug. Okay. Übrigens ist das nur das vordere Drittel der Kreatur. Augenscheinlich. Also, wir sind hier in einem nur sehr kleinen Bereich der Kreatur. Und der ist schon mega groß. Und anscheinend ist der Ghost of Wolf weg. Und da hinten ist unser Decoy. Der ist anscheinend despawned, der Ghost of Wolf jetzt. Ich muss eigentlich nochmal raus und gleich was ein bisschen scannen. Und oh, das war mein Headset. Sorry. Das ist jetzt immer sehr schön immersion breakend. Brechend. Was weiß ich. Okay. Ich will gleich nochmal raus und gucken, ob ich noch was scannen kann. Kann ich eigentlich auch die Black Smoker scannen? Habe ich die schon mal gescannt? Ich weiß das gar nicht, ob ich die mal gescannt habe. Also solange wir nur slow fahren müssen, ist das übrigens unglaublich, wie lange die Cyclops in Energie hält. Das einzige Problem kommt halt nur, wenn Silent Running oder sowas sein muss, aber ansonsten hält die echt ewig. Im Slow Mode. Wäre ich jetzt mal interessiert, ob ich nicht hier noch ein bisschen Kram finde. An Researchers, an Scan-Möglichkeiten. Lässt du mich in Ruhe? Bitte? Ich hab dir nichts getan, Leviathan. Schwimm bitte wieder zurück, wo du hingehörst. Danke. Ich würde nämlich gerne noch raus. Also, einmal wieder aus. Und selbst raus. Ich habe ja den guten Suit an, das heißt, ich sehe ja auch alles. Ich sehe nicht nur alles, ich kann halt auch alles ab. Ein Mesmer-Ei? Hier gibt es Mesmer? Ich habe gar nicht gesehen, dass es hier Mesmer gibt.
Okay, was bist du denn? Habe ich dich schon mal gescannt? Nein, habe ich nicht. Gut, jetzt habe ich auch den gescannt. Ich will den aber gar nicht näher betrachten. Wenn ich das wollte, könnte ich einfach so machen. Hallo, Spinefish. Ess dich mal, ne? Hast du sicherlich nichts gegen, wenn ich dich esse? Hm, du schmeckst gut. Du schmeckst doch relativ gut, dafür, dass du so klein bist. Oder ein Spinefish eigentlich. Naja, aber warum gibt's hier Messmaya? Das wundert mich ein bisschen. Kann ich diese Black Smoker scannen? Ich glaube, ich habe sie noch nie versucht zu scannen. Nein, kann ich aber auch anscheinend nicht. Okay. Und die sind halt extrem heiß. Hm. Ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt? Ich müsste nochmal in meinen Prawn jumpen und gucken, ob es nicht was unter der Erde gibt. Also unter dem Gift, nicht vielmehr unter der Erde, sondern unter dem Gift. Aber ansonsten sieht das hier relativ frei aus. Alle ab! Gibt es irgendwas Wichtiges hier? Oh! Oh! Heiliger, hier geht es ja noch viel tiefer runter. Also gut, viel tiefer, aber hier geht es noch Lithium. Und was ist das da? Gar nichts? Das klingt nicht nett. Aber zum Glück bin ich im Gift und im Gift gibt es, glaube ich, nicht so viel, was mich angreifen kann. Okay, ich kann den Scheiß nicht drillen, aber was ist das da? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es auch nicht scannen, denn wenn ich scannen würde, dann würde ich vergiftet sein. Ich meine, ich kann es mal kurz probieren, ob ich das eine kurze Weile aushalte im Gift. Aber nein, das ist ziemlich tödlich, das Gift. Schnell weg hier wieder. Oh, das Gift hält sogar noch nach, oder was? Ja. Toll! Schön. Jetzt werde ich wahrscheinlich tot sein gleich. Oder muss ich kurz raus aus dem Gift? Ganz raus, auch mit dem Prawn. Nein, okay. Oh Gott! Hallo! Siehst du mich? Ich will dich sterben, bitte. Ich bin schon so fast tot. Lass mich bitte leben. Ich will nichts von dir. Warum ist der auf einmal da? Ich bin weg. Tschüss. Oh, hier gibt's Gold, oder? Ja, Gold. Weil ich auch so dringend Gold brauche. Gott, geh doch bitte weg. Ich hab dir doch nichts getan. Ich bin weg. Tschüss. Geht jetzt das Grün hier? Wie tief kann man denn hier noch? Auf jeden Fall so tief, dass ein der Leviathan nicht mehr sieht. Oh Gott, ey. Und das hier überall Lithium ist auch cool, aber wir brauchen kein Lithium, wir haben so viel davon. Und Uranit genauso. Und solange ich noch ganz knapp unter der Giftoberfläche bleibe, kann ich auch noch gut sehen. Ich glaube, der hat sich festgelaufen. Oder? Hilfe! Tschüss! Ich tue dir doch gar nichts. Aber anscheinend traut er sich wirklich nicht ins Gift rein. Das ist gut. Wo ist er jetzt hin? Da hinten. Okay, er hat das Interesse verloren. Heiliger! Ich dachte schon für einen Moment, ich bin tot. Nickel, Nickel. Noch mehr Gold. Also hier gibt es ja echt alles an Ressourcen. Scheint ein ressourcenreiches Biom zu sein. Aber... Gut, dann würde ich aber sagen, ich gehe noch schnell zurück in meine Cyclops und da bin ich sicherer als hier in diesem Prawn. Wobei, doch, eigentlich schon. Eigentlich bin ich in der Cyclops sicherer, denn die hält auch... Naja gut, beide, der Prawn und die Cyclops halten mehrere Schläge von dem Ghost Leviathan aus. Ne, ich bin gar nicht da, tschüss!
Okay, gut, er hat mich jetzt nicht mehr. Er sieht mich nicht mehr. Das ist gut. Alter, okay. In der nächsten Folge kommen wir dieses Biom weiter. Aber ich hoffe, für euch war diese Folge genauso spannend wie für mich. Ich glaube, beim Zuschauen ist das vielleicht nicht ganz so evident. Und das kommt wahrscheinlich auch drauf an. Naja, was auch immer. Aber heiliger, also ich hab echt Schiss die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass mich irgendwer oder irgendwas sieht. Und da sind doch Mesmer, tatsächlich. Hier sind tatsächlich Mesmer. Cool. Ich muss sagen, dass es hier auch Mesmer gibt. Ich hätte gern Mesmer, um die Viecher da wegzubekommen. Also um den Ghost Leviathan zu paralysieren. Wobei ich nicht weiß, ob das funktioniert. Also der ist auf jeden Fall rot. Das ist mal ganz klar. Das ist mal ganz klar, dass das rot ist. Aber sowas von. Dann würde ich mal sagen, wie gesagt, wir beenden diese Folge hier. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ihr fandet sie spannend. Und wenn ja, benutzt gerne die ganze Zeit on screen oder guckt dieses andere Zeug an. Ich mache nochmal schnell den letzten Datenbank-Eintrag auf, den wir hier neu bekommen haben, mit den Spinefish. Könnt ihr den auch durchlesen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, Low Calorie Count, ja, wer hätte es gedacht. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.